Ja, sehr geehrter Herr Tenbrücken, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allen Dingen auch die jungen Bürger und Bürger, die hier heute da sind, sind herzlich gegrüßt. Und es ist ja ein Thema, zu dem ich eigentlich gar nicht so viel beitragen kann. Denn Bayern im 21. Jahrhundert, wie bleiben wir in der Champions League? Das ist natürlich ein Thema geschickt gestellt, bei dem ich ja nur schwer Nein sagen kann. Auf der einen Seite Politik und auf der anderen Seite natürlich hängt die Champions League, die ja eine ganz bestimmte Bezeichnung ist, so mit dem Fußball zusammen wie wenig. Und natürlich werde ich in diesem Rahmen keinen Zukunftsentwurf für Bayern machen. Das macht Horst Seehofer. Ich bin ja nicht mehr Trainer. Ich sitze auf der Tribüne und drücke natürlich mit großer Leidenschaft die Daumen, dass wir das Spiel gewinnen. Aber natürlich erweise ich dem jungen Wirtschaftsbeirat gerne meine Referenz. Die gute Nachricht vorweg, die schon in unserem Thema steckt: Bayern ist ja in der Champions League. Der Freistaat Bayern hat in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg einen unvergleichlichen Aufstieg geschafft. Vom letzten Platz der Tabelle der damaligen 11 Bundesländer, heute in weiten Bereichen die internationale Spitze. Das ist in der Tat etwas ungewöhnlich, wenn man sich mit anderen Regionen oder Ländern in Europa vergleicht. Und das alles in 70 Jahren. Das alles in einem Leben. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, wie ich als kleiner Bub bin, geboren in Oberaudorf, für das Kofferschleppen der beginnenden Gäste Erzieher bekommen habe. Gäste aus dem Ruhrgebiet, die damals wirtschaftlich weiter waren als Bayern. Und diese Touristen haben uns schon manchmal etwas mitleidig angeblickt, so nach dem Motto: Naja, schön ist es hier schon, aber ein bisschen zurückgeblieben seid ihr doch ein. Und diese Zeiten, an die ich mich persönlich erinnere, die meisten von Ihnen sicherlich nicht mehr, diese Zeiten sind lange vorbei. Aber wie bleiben wir in der Champions League? Das ist sicherlich die entscheidende Frage. Ich bin oft darauf angesprochen worden, dass der Aufstieg des Freistaats Bayern als Land und des größten Werbeträgers in diesem Land, des FC Bayern München, im Fußball gewissermaßen synchron verlaufen sind. Beide spielten ja mal am unteren Ende und beide spielen heute ganz oben. Und da ist natürlich schon was dran. Heute, jedenfalls, gibt der FC Bayern tatsächlich ein gutes Beispiel für unser heutiges Thema. Im Jahre 2013 hat der Verein das größtmögliche Ziel erreicht, das sogenannte Triple. Die absolute Spitze. Mehr geht nicht. Es war sicherlich sehr ungewöhnlich und für manche nicht ganz nachvollziehbar, nach langen Diskussionen, dass der FC Bayern in diesem Moment nicht versucht hat, diesen maximalen Erfolg zu konservieren, sondern den Mut zu haben, mit Pep Guardiola einen neuen Trainer zu holen. Auf dem Höhepunkt sozusagen einer Trainerlaufbahn. Man kann nicht immer die Champions League holen. Man kann diesen Titel auch nicht planen. Dafür ist der Sport zu facettenreich, von der Tagesform abhängig und von vielen anderen Faktoren. Aber es ist gelungen, die Mannschaft auf dem Höhepunkt des Triples neu zu begeistern und spielerisch weiterzuentwickeln. Die Dominanz ist größer geworden, das kennen Sie. Das ist ein absoluter Qualitätssprung, aber das ist ja nicht selbstverständlich. Die Kenner, weiß ich, auch Inter Mailand hin. Dieser große italienische Traditionsverein hat 2010 das Triple geholt. In den letzten 5 Jahren ging es steil bergab und sie kämpfen jetzt am unteren Tabellenende der Serie A. Was will ich mit diesen Fußballbezügen sagen? Das Wohlfühlen,
von heute sichert nicht den Wohlstand von morgen. Man darf in einer guten Lage nicht nur versuchen, die Gegenwart zu verlängern. Das ist eine Kopffrage. Man muss neugierig bleiben, dynamisch, innovativ und kreativ. Und das gilt eben nicht nur im Sport, sondern auch für ein Staatswesen und für eine Gesellschaft. Das ist nicht ganz leicht, weil das in der Politik nicht immer belohnt wird, wenn man das tut. Dynamisch wollen nicht alle sein. Und ohne Erfolgshunger gibt es auch keinen Erfolg. Nirgends. Man muss Erster werden wollen und nicht zufrieden sein mit dem 4., 5. oder 6. Und um in der Champions League zu spielen, muss man sich Jahr für Jahr qualifizieren. Man braucht dafür eine feste, eine hervorragende Basis. Und diese Basis des Freistaates Bayern sind natürlich heute unter anderem und im Besonderen die soliden Finanzen. Im nächsten Jahr, im Jahre 2016, feiern wir 10 Jahre ausgeglichenen Haushalt. Seit 2006 macht der Freistaat im laufenden Staatshaushalt keine Schulden mehr. Das ist eine Riesenleistung. Bayern ist hier absoluter Vorreiter, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Wie sind wir schräg angesehen worden und auch kritisiert worden? Was habe ich abbekommen damals? Es musste leider erst die Euro-Krise kommen, damit die Einsicht wächst, dass auch Staaten Pleite machen können. Leider sehe ich diese Einsicht derzeit schon wieder bröckeln. Tragischerweise vor allem in Brüssel, in der Kommission und am Ratstisch der Europäischen Union. Aber auch bei uns in Deutschland ist es längst nicht so, dass Solidität, Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit einen besonders hohen Stellenwert hätten. Die Politik lebt zu gerne nach dem Motto, was interessiert mich die Finanzen von morgen? Und die Gesellschaft und leider auch oft die Wirtschaft gehen diesen Weg durchaus bereitwillig mit. Wie sind wir hier beim jungen Wirtschaftsrat? Und deshalb möchte ich meinen Grundsatz noch einmal sehr deutlich betonen. Der ausgeglichene Haushalt ist eine fiskalische Notwendigkeit, aber noch mehr ist der ausgeglichene Haushalt eines der wichtigen Elemente der Generationengerechtigkeit. Für mich ist das auch eine moralische Frage. Ich bin froh, dass mein Nachfolger Horst Seehofer das genauso sieht. Er hat in den letzten Jahren ja noch einen draufgesetzt und mit seinem Finanzminister Markus Söder Schulden in Milliardenhöhe zurückbezahlt. So muss es sein, das ist genau das, was ich meine. Meine Damen und Herren, solide Finanzen sind die Basis, aber das allein reicht natürlich nicht aus, um ein Land wettbewerbsfähig wie möglich zu machen. Sie haben das angesprochen. Natürlich waren wir ein Land, in dem in weiten Teilen Bayerns die Industrialisierung des ausgehenden 19. Jahrhunderts, des 18. Jahrhunderts vorbeigegangen sind. Wir waren ein Agrarstaat und zu meiner Jugendzeit, später bis in die 60er Jahre, war jeder zweite Arbeitsplatz in der Landwirtschaft, also im Primärbereich zu Hause. Und natürlich hat Franz von Strauß unter anderem auch dieses agrarisch geprägte Bayern industrialisiert. In meiner Zeit fiel sozusagen die Entwicklung zum Hightech-Staat. Laptop und Lederhose war sozusagen mein Signet, das ich damals kreiert habe. Und heute ist die Digitalisierung natürlich das Megathema schlechthin. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will aber eines sagen, die robuste Position Bayerns hat die bayerische Wirtschaft in erster Linie auf ihre forschungsintensive Spitzentechnologie begründet. Das heißt, wir sind in Bereichen stark, ob das im Pharmabereich ist, in der Optik, in der Luft- und Raumfahrt, ob wir im Autobau, im Computerbau
Das heißt, wir haben natürlich auch eine sehr forschungsintensive Wirtschaft entwickelt, die natürlich stärker ist als viele andere Wirtschaftsstrukturen in Deutschland oder auch in anderen Ländern. Und schnelle, um da auf die Digitalisierung zu kommen, schnelle und leistungsfähige Netze natürlich sind die große Aufgabe, aber Digitalisierung bedeutet auch noch viel mehr. Für mich ist die entscheidende Frage, Herr Tenbrücken, wollen wir nur User sein oder auch Gestalter? Haben wir Produkte und Dienstleistungen für die Datenautobahn? Apple will ein Auto bauen. Lesen Sie mal sehr intensiv nach. Das Interview im Spiegel letzten Samstag, also nicht diesen Samstag, sondern eine Woche vorher. Larry Page gibt hier natürlich schon mal vor, was Sie alles vorhaben und was Sie alles nicht nur aus ökonomischen Gründen vorhaben, sondern weil Sie die Welt verbessern wollen. Da kann man jetzt darüber streiten, aber das ist eine bemerkenswerte Aussage eines Chefs dieses überragenden gegenwärtigen Unternehmens, der sich relativ bedeckt hält. Auch interessant, von ihm kennen Sie keine Daten. Er sammelt sie zwar unendlich, aber über seine Familie, über ihn persönlich, gibt es nirgendwo etwas zu finden. Ist auch sehr bemerkenswert, dass gerade jemand, der an einem solchen Unternehmen steht, sich altmodisch intensiv schützt und nicht neumodisch sozusagen alles offenlegt. Aber so ist das heute im Leben oft. Und seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben wir die Hightech-Cluster entwickelt mit innovativen Firmen und Hochschulen. Und so müssen wir jetzt digitale Cluster entwickeln. Es ist gut, dass man hier anpackt, dass das auch ein Wesensmerkmal der bayerischen Staatsregierung ist. Sie wissen, dass der Bund insgesamt 2 Milliarden für die Netze ausgibt. Davon sind 1,5 Milliarden in Bayern und 500 Millionen frei sind sozusagen der Restbestand, weil die anderen Länder sich das nicht so leisten können und der Bund natürlich viel zu wenig gibt. Ich möchte hier aber noch auch eine andere Frage stellen. Haben wir ausgebildete Fahrer für die Datenautobahn? Können wir digitalisieren? Ich als älterer Herr kann das ohne weiteres fragen. Die Fremdsprache der Zukunft wird nicht nur Englisch sein. Sie wird die Programmiersprache sein. Und in Großbritannien ist das Stoff in der Grundschule, von den USA und Asien zu schweigen. Wie sieht das bei uns aus? Müsste man darüber nachdenken? Haben wir genügend Informatikstudenten? Das sind die Felder der Zukunft. Und meine Überzeugung ist, da muss und da wird Bayern vorne und dabei auch aber sich gewaltig anstrengen müssen in der Zukunft. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Eindruck ist, und Sie werden ja heute darüber noch diskutieren, dass die Industrie in der Zwischenzeit die Herausforderungen der Digitalisierung gut angenommen hat. Ich glaube, dass wichtige andere Wirtschaftszweige, wie insbesondere Banken und Versicherungen, hier noch vor größeren und großen Herausforderungen stehen. Auf der einen Seite sind sie bedrängt von den Nullzinsen, auf der anderen Seite werden sie massiv herausgefordert durch Online-Angebote. Und soweit ich es überblicke, macht man sich jetzt an diese große Herausforderung heran. Es ist allerhöchste Zeit, aber es geht natürlich nicht ohne Schmerzen, wenn Sie alleine mal die Entwicklung nur pars pro toto der bayerischen Vereinsbank sich ansehen mit der Schließung und mit den Konsequenzen, die damit verbunden sind und warum das überhaupt notwendig ist. Und das wird natürlich uns die ganzen nächsten Jahrzehnte begleiten. Die Champions League ist eine europäische Liga. Bestimmte Herausforderungen werden wir nur mit einem einigen und handlungsfähigen Europa schaffen, so eigentümlich das gerade heute erscheint. Bayern muss sich aber deshalb auch als besonders starke Region in Bayern sehen. Nur eines von unzähligen Beispielen. Daten sind sicherlich das Erdöl des 21. Jahrhunderts. Wer die Daten hat, der hat das Wissen, der hat die Macht, der hat das Geld. Aber wie sieht das mit dem Datenschutz aus? Wir Europäer haben ein völlig anderes Grundverständnis von Datenschutz als die USA.
Wir haben ein anderes Verständnis von Datenschutz als die Asiaten. Also als die Weltregionen, aus denen die Hard- und Software der Daten, des Datenzugriffs kommt. Die beiden haben andere Vorstellungen. Wir haben schon sehr damit zu tun, dass das aktuelle Urteil des EuGH zum Datenschutz, zum sogenannten Safe-Haver-Abkommen in den USA überhaupt ernst genommen wird. Wollen wir glauben, dass die Entscheidung nationaler europäischer Gerichte in den USA größeren Einfluss erhalten? Unser Verständnis von Datenschutz werden wir, wenn überhaupt, nur geschlossen als Europäer zur Geltung bringen. Ein Thema per excellence, das lohnt auch mal weiter intensiv bearbeitet zu werden. Oder nehmen wir die Frage eines transatlantischen Freihandelsabkommens mit den USA. Ich kenne natürlich die Sorgen, die vor allem ein deutsches Phänomen sind, das ist auch bemerkenswert. Es gibt in der Europäischen Union mit 28 Ländern nur 3 Länder, die gegen das TTIP so eingestellt sind. Das ist Luxemburg, das ist Österreich und das ist vor allen Dingen Deutschland. In allen anderen Ländern gibt es eine ähnliche Debatte überhaupt nicht. Und Phänomen sind Zehntausende, kürzlich in Berlin, gegen 100.000, 150.000 gegen TTIP auf die Straße gegangen. Doch zur Realität gehört, gerade erst wurde von 12 Pazifikanrainerstaaten das transpazifische Freihandelsabkommen beschlossen. Glauben wir wirklich, wenn man da überhaupt noch rational herangehen kann, glauben wir wirklich, wir Europäer könnten auf diese Zusammenarbeit, der Zusammenarbeit mit den USA verzichten? Wenn wir wirklich Weltstandards schaffen wollen, dann müssen wir sozusagen natürlich uns einklinken und können das nicht dem Duopol Asien und Amerika überlassen. Und wenn zu diesem TTP noch Grottchina oder China dazustößt, dann muss ich sagen, wird das sowieso außerordentlich gefährlich, weil dann werden schon über 60% oder über 65% des gesamten Handelsvolumens dann über diese beiden Schienen abgewickelt. Die USA, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden auch in den nächsten Jahrzehnten die dynamischste Wirtschaftsnation der Welt sein. Die dynamischste. Ich sage ganz kurz, wir brauchen dieses Freihandelsabkommen und für dieses Abkommen brauchen wir aber insbesondere Europa. Ich möchte bei dieser Gelegenheit aber auch einmal ganz bewusst an die junge Wirtschaft mich wenden. Die Politik hat sich in den letzten Jahren verändert. Ich sage das mal, in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten, jemand, der 40 Jahre Politik überblickt, kann vielleicht ein solches Urteil wagen. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, sondern ich stelle nur fest, in den früheren Zeiten, in den 60er, 70er, 80er Jahren, hat die Politik Entschlüsse gefasst und dann versucht, dafür Mehrheiten zu gewinnen. Heute hört die Politik mehr in den öffentlichen Diskurs hinein. Das ist ein anderer Stil. Das hat andere Probleme, zieht andere Probleme nach sich. Aber das ist sozusagen schon eine Veränderung, wenn man immer hier erwartet, die Politik muss. Die Politik hört natürlich heute sehr stark, was will denn eigentlich die Bevölkerung? Wie tickt sie denn? Wir kriegen ja auch jede Woche die detailliertesten Umfragen zu allen einzelnen Themen. Das geht an der Politik natürlich nicht ganz vorbei. Das heißt, man korrigiert vielleicht auch sein Ziel, weil man weiß, man hat da möglicherweise im Moment nicht das Ohr der Bevölkerung. Was will ich damit sagen? Sie können nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass die Politik schon in ihrem Sinne entscheiden wird. Sie können sich auch nicht darauf beschränken, Forderungen an die Politik zu richten. Aus meiner Sicht, eine Veränderung, sollte sich die Wirtschaft viel aktiver an gesellschaftlichen Diskussionen beteiligen und für ihre Positionen werben. Sie haben doch den Kontakt auch zu den Bürgerinnen und Bürger in ihren Betrieben und sie geben mit ihrer Arbeit, sie geben ihnen Arbeit und natürlich auch Perspektive. Und sie müssen informieren, sie müssen diskutieren und sich einschalten. Sonst, ich sage das mal, wenn Sie mal vergleichen, welchen Einfluss heute die NGOs in der politischen Diskussion haben und vergleichen das dann mal mit der Einflussnahme sozusagen in der
gesellschaftlichen Diskussion, nicht in der praktischen Arbeit, in der gesellschaftlichen Diskussion, dann werden Sie feststellen, dass diese Organisationen einen größeren Einfluss haben, als wie die europäische Wirtschaft insgesamt, auf die gesellschaftliche Diskussion. Zurück zum Thema. Wir werden den Erfolg, den wir uns wünschen, nicht haben, wenn wir nur bei uns zu Hause gegen uns selbst spielen. Und womöglich aus Scheu vor dem Wettbewerb noch die Tore abbauen. Bayern kann leider nicht alles alleine. Neben soliden Grundlagen, Siegermentalität und Innovationsbereitschaft braucht ein Stammgast in der Champions League vor allen Dingen eines, er braucht mannschaftliche Geschlossenheit, Teamgeist und Zusammenhalt. Das ist eine der gigantischen Herausforderungen, vor die uns unglaubliche Migration nach Deutschland stellt. Auch hier ist der Freistaat sicherlich Spitze, wohl kein anderes Bundesland, das will ich nur anerkennend feststellen, hat seit September die Ankunft Zehntausender oder Hunderttausender von Flüchtlingen und Migranten organisieren können, ohne ins Chaos abzugleiten, was wir ja in vielen anderen Ländern, die schon mit der Durchleitung Schwierigkeiten haben und nicht mit der Aufnahme. Das sehen wir ja leider und wie schwierig das auch werden wird. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, die in Europa viel beschworene Verteilung von Flüchtlingen, wir haben das gestern wieder erlebt, funktioniert leider nicht und sie funktioniert ja auch nicht unbedingt in Deutschland. Wenn Sie sich das anschauen, ich meine, es gibt viele Ministerpräsidenten, die große Talkrunden auftreten, wie Herr Ramelow, aber selber sind sie natürlich weit in der konkreten Aufnahme, sind sie natürlich weit hinterher und Sie können froh sein, dass fast zwei Drittel aller Flüchtlinge bisher von Bayern aufgenommen worden sind und die Verteilung in die anderen Länder hinten und vorne nicht in dem Maße stimmt. Das heißt, wir müssen auch aufpassen, wir fordern von den Europäern etwas, was wir selber im eigenen Land überhaupt nicht schaffen. Das ist natürlich. Damit wir auch im 21. Jahrhundert in der Champions League spielen können, Herr Tinkel, dazu brauchen wir Europa. Deswegen muss man auch von Bayern aus den Blick auf Europa richten. Die Flüchtlingskrise ist die größte Zerreißprobe in der Geschichte der Europäischen Union. Wirklich. Es geht nicht um die Wirtschaft. Es geht auch nicht um die Bürokratie. Es geht nicht einmal in erster Linie um Geld. Es geht um sehr, sehr viel mehr. Es geht um das kulturelle Selbstverständnis von 28 EU-Ländern. Wir erleben, wie unterschiedlich sich die europäischen Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass in der Frage der Verteilung von Flüchtlingen bisher keine Einstimmigkeit, die wir alle wünschten, der EU-Staaten erreicht wurde. Bayern, Deutschland, ist in den letzten Jahrzehnten zu einer offenen, zu einer toleranten, ja auch bunten Gesellschaft geworden. Das hat aber Jahrzehnte gedauert. Ich erinnere mich noch sehr gut in den 50er Jahren, als die ersten Gastarbeiter kamen. Das war natürlich eine schwierige Integration, obwohl sie eigentlich eine leichte hätte sein müssen. Als die Portugiesen kamen, als die Spanier kamen, als dann sozusagen die deutsche Wirtschaft darauf bestanden hat, die billigen Arbeitskräfte besonders aus der Türkei zu holen, mit all den Konsequenzen, die wir dann damit hatten. Wir hatten Jahre, Jahrzehnte und Zeit, uns sozusagen an andere Kulturen, an andere Menschen, an andere Gesellschaften zu orientieren. Und diese Entwicklung haben die Staaten hinter dem eisernen Vorhang natürlich nicht mitgemacht. Und sie haben einen wesentlich geringeren Wohlstand. Ich sage hier voraus, wenn wir die Einwände, und ich war lang genug in Europa und bin es immer noch, die Einwände der osteuropäischen Länder, aber auch die Einwendungen zum Beispiel in eines so großen Kolonialreiches, wie es Großbritannien ist, nicht ernst nehmen, dann wird die Europäische Union auseinanderfallen, mit all den Konsequenzen. Dann stünden wir vor einem kompletten Scherbenhaufen. Dann wird die Champions League abgewickelt. Dann gehen die Grenzzäune innerhalb Europas wieder hoch.
Und dann wäre das Werk von Konrad Adenauer und Helmut Kohl, von Schumann, Mitterrand und Chirac, wäre dann im Grunde genommen zerstört. So weit darf es nicht kommen. Allerdings brauche ich hier nicht nur Gesinnungsethik, um mit Max Weber zu sprechen, sondern auch Verantwortungsethik. Mit der Gesinnungsethik alleine schaffe ich das nicht. Und wie sieht es denn in Wahrheit in Europa aus? Die osteuropäischen Staaten, die offen ihre Bedenken artikulieren, werden natürlich auch sehr schnell von uns an den moralischen Pranger gestellt. Und was machen die anderen? Ich sage mal ganz offen, die schönsten Reden hält der österreichische Bundeskanzler, auch gestern wieder. Und was tut sein Land? Österreich bringt nach Deutschland durch eine unsägliche Politik und ein permanenter Rechtsbruch. François Mitterrand hält auch große Reden. Und er kündigt großherzig an, Deutschland zu unterstützen. 1000 Flüchtlinge will er zusätzlich aus Syrien aufnehmen. 1000. Die kommen im Landkreis Passau in ein paar Tagen an. Das Vereinigte Königreich, ganz großartig, nimmt 20.000 Asylbewerber aus Syrien auf, aber in 5 Jahren und ausgewählt nach Fachkräften. Die britische Innenministerin Theresa May erklärt an einer gemeinsamen EU-Asylpolitik, wird sich Großbritannien in 1000 Jahren nicht beteiligen. So im Unterhaus gesprochen. Das ist jetzt nur ein kleines Schlaglicht auf die Situation in Europa. Man könnte hier alle Länder durchgehen. Das ist die Realität in Europa. Und wenn wir diese Realität nicht zur Kenntnis nehmen, dann wird uns noch Hören und Sehen vergehen. Dann werden nämlich noch ganz andere Regierungen in Brüssel am Ratstisch sitzen. Wir haben das gestern ja erlebt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vor 2, 3, 4 Jahren, zu TUS-Zeiten, hätten Sie sich nicht vorstellen können, dass Kaczynski wieder sozusagen eine bedeutende Rolle in Polen spielt mit seinen Positionen, auch mit seinen rechten Positionen, die er sehr radikal im Wahlkampf vorgetragen hat. Und ich kann ja nur sagen, wenn uns das in Frankreich auch blüht, mit Frau Le Pen, dann können wir in der Tat, und deswegen müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir nicht durch Positionen bei uns diese Kräfte in anderen Ländern fördern, die dann letzten Endes Europa bestimmt nicht weiterbringen oder nicht weiterbringen wollen. Und deswegen sage ich auch nochmal, die Europäische Union, und das darf ich hier durchaus auch im Rahmen dieser kurzen oder dieses Rede sagen, steht vor ihrer größten Bewährungsprobe. Ich hätte mir das auch so nicht vorgestellt. Und sie muss jetzt handeln. Wegen Griechenland wurde in der Tat gegipfelt ohne Ende. Jetzt muss, und das scheint ja langsam sich auch durchzusetzen, noch viel dringender am Ratstisch verhandelt werden und es muss ein gemeinsames Ergebnis erzielt werden. Was kann Europa an Migration verkraften? Und was will Europa verkraften? Das ist doch die Schwierigkeit. Die Position von Viktor Orban wird zu 90% von der Bevölkerung in Ungarn, so wie sie ist, geteilt. Und das kann man nicht sozusagen mit einem reinen Appell kann man das beenden. Das ist mühsames Arbeiten, sozusagen dran zu bleiben. Und das ist vor allen Dingen unsere Aufgabe als eine Nation in Europa. Wir können ja darüber diskutieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine Position, es gibt eine materielle Aufnahmegrenze. Und es gibt auch eine kulturelle Aufnahmegrenze. Es gibt sie in Deutschland und es gibt sie für Europa. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, der Bundespräsident hat das so wunderbar in seinen Worten formuliert, die leider in der Politik noch keinen Einklang in Berlin gefunden haben. Er sagt, unser Herz ist weit und unsere Möglichkeiten sind endlich. Aber es ist noch nicht überall bekannt, dass unsere Möglichkeiten endlich sind. Ja, Politik braucht Herz, aber sie braucht natürlich auch Verstand. Und die Betrachtung der Wirklichkeit zeigt, wir können die Flüchtlingslager des Nahen Ostens, die Elendsregionen Afrikas und die wirtschaftlich leidenden Gegenden des Westbalkans nicht nach Deutschland und auch nicht in die Europäische Union verlegen. Beim besten Willen. Ich halte es ehrlich gesagt auch nicht für akzeptabel, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht weiß, wer zu uns kommt und wie viele zu uns kommen. Wir erleben derzeit eine Entgrenzung Deutschlands
und eine Entgrenzung der Europäischen Union. Ein Staat muss nicht nur sein Staatsgebiet kennen, sondern auch sein Staatsvolk. Die Integration, die bei uns in den nächsten Jahren gelingen muss, dazu gehört auch die Wahrhaftigkeit. Nicht einmal jeder Zehnte der ankommenden Flüchtlinge und Migranten bringt heute schon die Voraussetzung mit, um direkt in eine Arbeit oder Ausbildung vermittelt zu werden, die der Champions League entspricht. Unser Thema, wir wollen ja in der Champions League spielen. Deshalb ist die Euphorie mancher Wirtschaftsvertreter über die Zuwanderung, vorsichtig gesagt, etwas übertrieben. Deutschland wird eine gewaltige finanzielle und kulturelle Kraftanstrengung leisten müssen, die man so nicht ohne weiteres jedes Jahr wiederholen kann. Auch solch unbequeme Wahrheiten müssen heute mehr angesprochen werden, wenn dem Rausch des Willkommens nicht der Kater folgen soll. Und das wäre wirklich unverantwortlich. Denn wir müssen, es muss gelingen, dass wir diese Menschen integrieren können, aber das wird uns viel abverlangen. Natürlich wird der Global Player Europa künftig ganz anders in die Bekämpfung der Fluchtursachen einsteigen müssen. Das ist sicherlich die wichtigste Aufgabe, aber wir müssen uns auch mal im Klaren sein. Das klingt alles, ehrlicherweise müssen wir auch zugestehen, sehr hohl. Die Fluchtursachen in Syrien beenden. Sie werden gerade durch das Eingreifen Russlands massivst sozusagen befördert. Und es gibt keine Möglichkeit, gegenwärtig irgendwie daran etwas zu ändern. Das ist schrecklich und furchtbar. Meine Damen und meine Herren, wir sind heute darauf angewiesen, die Türkei zu bitten, ihre Grenzen mehr zu schließen. Das heißt, die Türkei soll ihre Grenzen schließen, was wir selber anscheinend in Europa nicht in der Lage sind. Oder jedenfalls wir nicht in eigenem Land nicht in der Lage sind. Das ist alles sehr schwierig, das sozusagen den Menschen auch dann zu erläutern. Das heißt, die tausend von Kilometern zwischen der Türkei und Griechenland, die sehr schwierig sind, sollen also gesichert werden, sicherlich auch notwendig, aber wir selber sagen, wir können unsere eigenen Grenzen nicht sichern. Das heißt, wir sind also jetzt auf die Türken angewiesen. Das ist alles eine sehr, sehr schwierige Herausforderung, die für uns besteht. Und Europa muss sich auf dem Westbalkan viel stärker engagieren, damit in unmittelbarer Nachbarschaft der EU ein Leben möglich ist, von dem man nicht davonlaufen muss. Machen wir uns nichts vor, das alles wird hohes politisches Engagement und auch Geld kosten. Aber es ist, dabei bleibe ich, es ist der Mühe wert. Und jeder Euro, den Europa zur Bekämpfung von Fluchtursachen einsetzt, bringt in den Herkunftsländern ein Vielfaches. Allerdings, das sage ich auch, die Bekämpfung der Fluchtursachen, die braucht Zeit, soweit sie überhaupt erfolgreich sein wird. Deshalb führt kein Weg daran vorbei, wenn die Europäische Union ein gemeinsamer Lebens- und Wirtschaftsraum bleiben soll, dann muss es gemeinsam akzeptierte, trotz der Bemerkung von Frau May in London, dann muss es gemeinsam akzeptierte europäische Asylstandards geben. Auch wenn das vermutlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn das vermutlich nicht die deutschen Standards lupenrein sein werden können. Die Bild-Zeitung hat kürzlich die Leistungen für Asylbewerber in den 28 Ländern aufgelistet. Also von Rumänien, Bulgarien bis Finnland und Schweden. Dass diese, meine sehr verehrten Damen und Herren, in riesiger Menge natürlich nach Germany wollen, ist, wenn man das so sieht, unter anderem auch mehr als verständlich. Und deswegen, meine Damen, meine Herren, eine gemeinsame europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik werden wir aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger bekommen. Das macht mir ehrlich auch eine gewisse Sorge in der internationalen Debatte. Der Zusammenhalt in Europa ist absolut deutsche Staatsräson. In unserer Verfassung steht, wir wollen die europäische Einheit vollenden. In zwei Artikeln, in der Präambel und im Artikel 23 und 24. Und wir haben uns immer klar bekannt zu einem europäischen Deutschland. Wir haben niemals
ein deutsches Europa propagiert. Deutsche Sonderwege waren aus guten Gründen jahrzehntelang tabu. Wenn andere Staaten in der Europäischen Union unsere Auffassung von Humanität und Willkommenskultur nicht oder noch nicht teilen, dann werden wir das alleine mit moralischen Belehrungen nicht überwinden. Wir werden auch in diesen Fragen kompromissfähig sein müssen, und so schmerzhaft das für manche sein mag, die deutsche Willkommenskultur in Reinkultur wird in Europa so nicht durchsetzbar sein. Und deswegen, unabhängig von allen weiteren Entwicklungen, steht bereits fest, dass Deutschland in den nächsten Jahren vor einer unglaublichen und in dieser Weise für mich in meinem politischen Leben noch nie dagewesenen Integrationsherausforderung steht. Da muss ich auch noch einmal klar sagen, es gibt ja Leute, die meinen, sich den Mund über die bayerische Staatsregierung und über Horst Seehofer zu zerreißen. Das Sonderprogramm der Integration, das die Regierung vor 14 Tagen beschlossen hat, ist vorbildlich. Ich kenne noch kein ähnliches Programm in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg. Wenn wir ein Sonderprogramm zur Integration mit 500 Millionen Euro, 3.700 neuen dauerhaften Stellen. Ich bin gespannt, wer diesem Beispiel in Deutschland folgt. Die Lästerer von den hinteren Tabellenplätzen haben jedenfalls eine Menge zu tun. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Bayern ist Champions League. Bayern bleibt Champions League. Und das traue ich mir zuzusagen, das schaffen wir. Dankeschön. Thank you.